Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hoss und Hopf. Mein Name ist Philipp Hopf, mit dabei Kiara Schosseinpur. Kian, heute ist Ostermontag. Auch dir und der ganzen Gemeinschaft da draußen fröhliche Ostern. Fröhliche Ostern. Es ist auch der 1. April und gleichzeitig ein Tag, der für viele Leute in Deutschland groß gefeiert wird. Nicht wegen Ostermontag, nicht wegen dem 1. April, sondern ab heute ist der Joint legal quasi. Hanf ist freigegeben. Erwachsene können ab heute legal Cannabis besitzen und konsumieren. Denn das sogenannte Cannabis-Gesetz tritt genau ab heute, dem 1. April, in Kraft. Das ist kein April-Scherz. Das ist tatsächlich der Fall. 6, 5, 4, 3, 2, 1! Ja, schreibt euch uns das gleich mal hier am Anfang rein. Wir werden heute mal ein paar Fragen stellen an die Community. Es werden ja sicherlich einige von euch gelegentlich kiffen oder öfters oder wie auch immer oder gar nicht. Ja. Schreibt das mal rein, wie empfindet ihr das Ganze aus den unterschiedlichsten Perspektiven? Also ich finde das wirklich interessant, auch von Menschen, die vielleicht noch nie in ihrem Leben Cannabis konsumiert haben. Was haltet ihr davon?